Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Sterb bei Secret of Mana im Hard Mode. Jawohl, ich bin immer noch in der Höhle zum Zwergendörfchen und habe einen erneuten Versuch gewagt. Und wie ihr seht, ist die gute Lilly mir schon wieder unter den Fingern weggestorben. Es ist einfach, ja, ich denke, damit ist dieser Versuch auch schon wieder so gut wie beendet. Denn hier sind drei fiese Fledermäuse. Jetzt noch zwei. Ich glaube, ich mache mich einfach vom Acker. Die kennen mich mal. So, wir schauen uns hier um. Hier ist nichts. Wo geht's hier weiter? Hallo, hallo. Ah, da. Hier. Ja, offensichtlich eigentlich. Oh Gott, zwei Kollegen. Die lasse ich mal schön in Ruhe. Ich düse hier einfach mal flink wie der Wind durch. Ich hau dich. So, und er pennt weiter, auch nicht schlecht. So, ich habe so ein kleines Patentrezept für diese Goblin-Typen irgendwie entwickelt. Also, sie schlagen, wenn man zu nah dran steht und sie wachen auf, beziehungsweise erwachen von ihrer Betäubung durch meinen Schaden, schlagen sie sofort zu. Das heißt, ich nehme ein bisschen Abstand, warte, bis sie auf mich zulaufen und dann gebe ich ihnen eins in ihre blöde Goblin-Visage. So, komm mal her. Jetzt mach mal, dass du wegkommst. Ich möchte hier plündern. So, hier haben wir ein Wundertau. Super. Stimmt, das findet man hier. Das Wundertau ist quasi ein Fluchtzauber, mit dem man aus dem aktuellen Dungeon hinauskommt an den Anfang. Das heißt, wenn ich das Wundertau jetzt benutzen würde, würde ich wieder an den Anfang des Dungeons kommen. Könnte hinausgehen, speichern und mich wieder erholen, aber das möchte ich nicht. Ehrlich gesagt habe ich mich jetzt hier ein bisschen verlaufen. Ich habe kein Interesse daran. Ich möchte diese Höhle so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ich bin immer noch traumatisiert, dass ich hier so oft den Löffel abgeben muss. Trotz Hard Mode finde ich das dann doch schon ein bisschen heftig. Au. Und da ist es wieder soweit? Nee. Ich habe ihm quasi mit meinem Erwachen die Fresse poliert. Die lasse ich in Ruhe. Habe jetzt keinen Bock. Die Fledermaus, die kann mich auch mal. So. Hier geht's weiter. Wunderbar. Und da ist wieder so ein blöder Karl Friedrich, der hier ja, mit Boomerang um sich wirft. Lass das mal. Zack, hier. Goblin ist erledigt. Schön. Ja, jetzt bist du dran. Noch ein Schalter. Ah, ja. Hier hat sich was getan. Da ist ein Blob. Was ist hier noch? Nichts außer ein Blob. Okay. Bleib ich mal weg. Oh, und die Musik hat sich verändert. Das hört sich doch gut an. Hier klingt es nach Party. So. Was bist du? Willkommen im Zwergendorf. Ja, endlich. Wir haben es geschafft. Ich suche zuerst mal, bevor ich irgendwas anderes mache, suche ich mir ein Hotel, da ist es, ein Hotel. Oh, vielen herzlichen Dank, liebe Zwerge. Ich möchte eine Nacht schlafen im Zwergenbett. Oh Mann. Erstmal erholen von den Strapazen der Höhle, die mich dann doch sehr mitgenommen haben. Ich nehme einen kleinen Schluck aus der Pulle. Oh, das tut gut. Spielstand speichern, ja, auch wenn die Nacht sehr anstrengend war. In diesen Zwergenbetten. Danke, lieber Mann. Wir gehen wieder. So, und jetzt gucken wir mal. Hier, das sieht doch aus wie ein Schmied. Besuchen wir mal den Schmied. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Sei gegrüßt. Das ist ja interessant. Kann ich mal dein Schwert sehen? Ich bin Bertie, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Na klar. 100 Goldmünzen will er dafür. Okay, gib her. Aha. Mal links, aber nicht kaputt machen, ja? Links und rechts und links. Okay, fertig. Hier hast du ein neues Schwert. Es ist wunderschön. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel. Huch, was passiert hier? Mein Hammer, er beginnt zu glühen. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Toll. Ja.
Dann versuche ich jetzt eine Axt zu schmieden. Komm später wieder. Okay. Ja, und wir haben ein verbessertes Schwert erhalten. Wir haben jetzt nicht mehr das Schwert, wir haben ein Breitschwert. So, schön, schön, schön. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich einkaufen hat, glaube ich, keinen Wert. Ich schaue mir... Ich möchte kurz speichern. Habe ich eben gespeichert? Ne, ich möchte nicht übernachten. Ich möchte einfach bloß speichern, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich weiß schließlich, was auf mich zukommt. Ne, lass mich mal. Jetzt geh weg. Nein, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Zwergentyp. So, wir schauen uns hier mal um. Was ist hier? Ein Laden. Gibt es hier was Feines zu kaufen? Jetzt gucken wir nochmal, was es denn da gibt. Kaufen. Kraftarmband. Ich habe schon ein Armband. Ne, ich habe ein Armband. Ich habe kein Kraftarmband, ein Armband. Eine Dornenweste. Kettenweste. Habe ich schon eine? Ja, Schlachtrobe. Ach, das ist ein Umhang. Ich dachte früher immer, es wäre so ein Bambusrock. Oder so ein Schilfrock. Wie man auf Hawaii oder ähnlichem immer sieht. Ein Eisenhelm. Den nehme ich. Nö. Nein, 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 lass mal. Ne, danke. Auf Wiedersehen, ja. Den ziehe ich gleich an. So, die gute Lilly braucht nichts. Die stirbt sowieso gleich wieder. So wie ich die kenne. Selbst hier im Zwergendorf bin ich mir nicht sicher, ob sie das Ganze überleben wird. So, was ist hier? Aha, wir gehen in den Menü und raus bist du. Wir gehen nach links. Aha. Was ist das hier? Treten Sie ein! Das weltberühmte Zwergentheater heißt Sie willkommen! Der Eintritt kostet 50 GM. Oh. Was? Zwergentheater? Ja, komm. 50 Goldmünzen für ein Zwergentheater. Zahlt man heutzutage auch, wenn man Glück hat. 50 Euro für ein Theater. Da ist man noch günstig weggekommen. Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie. Ein gelber Pogo-Puschel. 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Er kann sogar Pogo tanzen. Oh Mann. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweinen. Seufz. Schluchz. Ich bin ja so traurig. Das muss die Koboldin sein, die der alte Mann oben erwähnt hat. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament, das ihr helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Okay. Verehrtes Publikum, helfen Sie ihr. Selbst 100 GM würden schon reichen. Ich habe keine 100 GM. Mal gucken, was er sagt. 100 Goldmünzen? Ja, okay. Ich habe nichts gegeben. Okay, hat trotzdem gereicht. Tja, auch hier macht sich die Rezession bemerkbar. Hat sie es jetzt schon geheilt oder was ist los? Ich habe irgendwie die Befürchtung, ich wurde hier gerade über den Tisch gezogen, obwohl ich gar nichts bezahlt habe. Und wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hätte ja fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Na, hört mal hier. Was ist hier los? Kreisch! Ein Spion! Er hat alles gehört. Sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Koboldsiedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Komm, gib ihm sein Geld zurück. Bäh, das ist ja langweilig. Spielverderber. Hier hast du dein Geld wieder. Danke. Tut uns leid. Wieso? Mir nicht. Unbelehrbares Biest. So. Weitermachen. Habe ich mein Geld wieder. Meine Zeit ist aber unersetzbar. Oh Gott, was ist denn hier los? Was zum... Okay, okay. Was ist das? Okay, anscheinend. Jetzt geht's hier wieder rund. Voll im Gange der Kampf. Zack. Oh, 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 oh.
Au, au, das ist aber eine Spur härter, als ich in Erinnerung habe. Zwei von den Jungs, der in der Mitte. Das ist Tropicalo. Eine kürbisspuckende Ananas. Die uns hier aber mächtig eins mitgibt. Du liebe Güte! Der hat zwei fiese Tentakel, die uns hier den Weg versperren. Oh, oh Mann. Oh, oh, oh. Das könnte übel enden. Und die Kürbisse springen immer dreimal. Okay, das war's. Alles klar. Machen wir den ganzen Käse doch nochmal. Und so nimmt auch diese Geschichte ein tragisches Ende. Ja, so viel dazu. Immerhin haben wir die Zwergenhöhle überstanden, sind im Zwergendorf angekommen, nur um dort erneut erstens über den Tisch gezogen zu werden und zweitens mächtig eins auf die Schnauze zu kriegen von unserem guten Freund Tropicalo, der lebenden Ananas. So, wir müssen also diesen Quatsch nochmal anhören mit der bösen Koboldin und ihrem armen Schicksal. Oh ja, weltberühmte Zwergentheater, halt, sie willkommen, 50 km, danke, ja, alles klar. Und ich hab mir den Helm noch gar nicht gekauft. Ich glaube, ich lasse es auch, bringt eh nichts. Gelbe Pokepuschel, ja, alles schon gesehen, 15.000 davon schon umgelegt. Er kann Poko tanzen, danke schön, die Koboldin, ja, arme Koboldin. So traurig, ja, ja. Koboldmännchen, seltsame Krankheit, Medikament, genau, und so weiter und so fort, bla bla bla. Ach Gott. Ich wünschte, ich könnte dieses Zeug überspringen. Ja, komm. Nimm mir mein Geld ab, danke. Ich komme mal kurz hinterher und prüf mal da, was ihr da macht. Hier nämlich, das kann nicht sein. Außerdem möchte ich mit der Koboldin sprechen. Und wie war ich überzeugend? Oder Typ geweint? Ja, ich bin ja muschig, ich weiß. Und oh, was habe ich da schon wieder gesagt? Das ist einfach nichts fürs Familienfernsehen, was ich hier mache. So, ja, genau. Und seid überrascht und sie braucht das Geld wirklich. Die Arme. Na komm, Tropicalo wartet. Schlau, oder? Ja, sehr schlau. Ich hoffe einfach mal, dass ich diesmal nicht wieder drauf gehe. Geld wieder, danke. Jawohl, 180 GM. Ach, Lilly. Es ist ein Tisch. Da kann man sich jetzt nun wirklich nicht verirren. So. Auf ein neues. Na komm. Was zum? Was ist das? Okay. Und der Kampf beginnt von neuem. Tropicalo gegen mich. Und die gute Lilly wird wahrscheinlich gleich das Zeitliche segnen. Und ich auch. Oh Mann, wenn dich Tropicalo einmal erwischt, bist du echt dran. Oh Mann, das war knapp. Ich gehe auf Nummer sicher und hau mir eine Portion Zucker rein. Ist gut für die Diabetes. Lass dich nicht lange bitten, mein Freund. 4, 2, 3. Ach, wie nett. 1, 2, 3, 4. Och Mann! Ah, okay, das war's für diese Runde. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich versuche, der kürbisspuckenden Ananas namens Tropicalo an den Kragen zu gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Sterben zuzuschauen. Und ihr wisst ja, das tragische Schicksal der Koboldin liegt in unseren Händen. Wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal weiterkommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und bleibt sauber. Bis dann, euer Para.